Moin, ein, zwei Worte von mir mal zu diesem kleinen Kindertablet. Das ist das gute Stück. Ich hatte schon so ein ähnliches Modell bestellt, deswegen habe ich noch eins bestellt für meine Grundschulklasse, wo ich unterrichte. Denn in der heutigen Zeit sollen wir sie auch immer mehr mit modernen Medien irgendwie auch unterrichten und sie unterstützen. Und ja, damit wir lieber so ein kindgerechtes Modell haben, durch diese Schutzhülle hier hält das nämlich ganz auch gut was aus und es ist gut gepolstert, wenn es mal fällt auf die Ecken. Kann das Ganze hier rein theoretisch auch rausnehmen. Das ist hier nur so ein Überzug, in dem das Ganze geliefert wird. Aber insgesamt ist es dann natürlich deutlich besser geschützt. Ich kann hier auch unterschiedliche Einstellungen drauf vornehmen. Und hier oben haben wir dann den Lautstärkeregler. Das sieht man jetzt nicht in der Einstellung, weil es so dunkel hier ist. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, dann SD-Karten und dergleichen anzuschließen. Was ich besonders gut finde, auch für die Schule unter anderem, die Kamera, naja, kann man auch machen. Aber ist dieser Fuß, so, den kann man einfach so aufklappen. Je nachdem, welchen Winkel man haben möchte. So. Und im Endeffekt kann man dann, wir machen mal wieder an, genau, das Tablet so hinstellen haben. Und da können dann die Grundschüler auch wunderbar parallel hier auf dem Schreibtisch, das ist jetzt mein Schreibtisch, aber in der Schule an ihrem Tisch arbeiten und dann hier Sachen recherchieren zu den Aufgaben, die sie halt eben machen sollen. Und durch die ganzen Voreinstellungen kann man hier auch ziemlich viel blockieren, dass sie nicht irgendwie auf unerwünschten Seiten unterwegs sind. Das ist sehr schön. Das Ganze läuft über Android, also wir können viel installieren aus dem App Store. Alternativ können wir aber auch sämtliche APKs installieren, also nicht offizielle Hardware, was das Ganze sehr einfach macht. Genau, Helligkeit und alles ist auch optimal. Also bisher bin ich sehr zufrieden und ja, kann das Ganze für Kinder bzw. Schüler nur weiterempfehlen.